So, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer anderen Folge von Soda Dungeon. Ich merke, das Spiel ist noch etwas zu laut. So. Machen wir den Autokampf mal kurz aus. Denn wir müssen uns hochheilen. Wir können erstmal unsere Mana-Punkte generieren. Ja, das ist möglich. Ist auch doof. Hier mal den da. Und du den da. Dann werden wir uns heilen. Einmal komplett. Kommen wir uns hier ein bisschen was, ein bisschen stehlen. Schleim um 74 Gold geklaut. Ausgezeichnet, ihr kommt gerade rechtzeitig zum Sterben. Doch zunächst möchte ich euch mit einem Masterplan erfreuen, wie es sich für einen großen Bösewicht gehört. Wir werden wahrscheinlich höchstens nicht gewinnen, weil unser Equipment einfach mies ist. Die Sache ist folgende. Wir alle wissen, dass Gut und Böse am entgegengesetzten Ende des Spektrums liegen. Wenn man das Ganze aber genauer betrachtet, gilt dasselbe auch für zwei beliebig gewählte Standpunkte. Warum nach der Mittelmäßigkeit der Finsternis streben, wenn ich der Dunkelste sein kann? Was manche als Exzess bezeichnen würden, nenne ich verschwendetes Potenzial. Allerdings wacht niemand einfach eines Tages als der Dunkelste Herr auf. Oh nein, nein, das ist viel Arbeit. Um reines Schwarz zu erzeugen, muss man die anderen Schattierungen miteinander mischen. Also reiste ich von Dimension zu Dimension und suchte und eroberte die Herren, die ich brauchte, um eine bösartige Collage zu vervollständigen. Man könnte das sogar als abscheulich bezeichnen, das macht mir nichts aus. Euer Freund war das letzte Stück meiner Sammlung, eine perfekte Mischung aus Gier, Unruhe und Unsicherheit. Außerdem war er einfach generell ziemlich seltsam. Er war allerdings auch ziemlich schwer aufzuspüren, hüpfte immer von Dimension zu Dimension. Also beschloss ich, mich auf die Lauer zu legen. Es brauchte etwas Geduld, aber schließlich konnte ich ihn erwischen. Ihr wart dicht dahinter, was für mich allerdings kaum von Bedeutung war. Schließlich muss ja auch jemand da sein, um die Show zu genießen. Aber ich denke, ich habe erstmal genug meiner Dunkelheit dargelegt. Es ist Zeit, mir die Beine zu vertreten. So, wie siehst du aus? Einfach wie der dunkelste Herr, alles klar. Ich denke nicht, dass wir gewinnen werden, wie gesagt. Unser Körper ist miserabel. Und der hat als Spezialfähigkeit, dass er uns... dass er uns dingensen wird. Einschläfern wird. Mal schauen, ob wir ihn vergiften können. Nope. Wir gucken, ob wir ihn besiegen können. Wenn ja, dann wäre das ziemlich peinlich für ihn. Ich weiß nicht, ob er verbrannt werden kann. Ich probiere es einfach weiter. Oder vergiftet. Statuseffekte sind immer ziemlich wichtig. Dass diese Statuseffekte immer... auf dem Gegner draußen, weil der kriegt dadurch extrem viel Damage. Dunkle Träume. Du wurdest eingeschläfert. Dieser Charakter kann bis zum Erwachen nicht angreifen. Alles klar, es sind drei eingeschläfert. Vier. Gut, das kann man natürlich auch machen. Der erwacht allerdings. Ne, der erwacht nicht, das ist ja dumm. Gut, dass mein Heiler noch da ist. Daneben. Ich brauche aktuell nichts. Ah doch, die da drüben haben nicht volles Leben. Macht nichts. Alter, wie lange schlafen die zum Geier? Holy shit. Gut, dass die alle gedodgen können. Alter, wie lange pennen die? Das sind vier Runden. Ja, gönn dir halt. Mach halt noch mehr. Holy shit, können jemand bitte wieder aufwachen? Danke. Die schlafen immer noch. What the fuck? Alter, wie lange die geschlafen haben. Holy shit. Unbedingt Mana. So wichtig. Alter, wenn die meine beiden Heiler, wenn der meine beiden Heiler einschläfert, dann bin ich ja sowas von am Arsch. Jetzt wird er wieder kurz ausruhen, dann macht er dunkle Träume. Ich mache halt immer 1,2-fachen Schaden, deswegen ist das ganz gut. Nicht, auch wenn ich nichts klaue, macht es nichts. Crit! Kein Crit. Wir haben noch kein Leben verloren. Weiß ich nicht. Wir machen Giftspritze, das passt schon. Auch du machst eine Giftspritze. Kann wirklich nicht verdingst werden. Wow. Okay, wir schlafen. Vier Leute wieder. Es schlafen grundsätzlich immer vier Leute. Ist das bescheuert. Okay, die restlichen beiden auch noch scheinbar.
Na gut, er kann jetzt einfach die ganze Zeit angreifen. Dunkle Träume, die ganze Zeit wieder schlafen. Jo, das macht natürlich mega Laune. Alles klar, geht dann nur auf einen, alles klar. Ja, dunkle Träume, ja, dann macht er wieder alle, verschläfert wieder allein. Ja, so wunderbar. Hm, ja, alle vergiftet. Oh, dunkle Träume wieder. Oh, ja, schön. Hm, ja, ja, okay. Machst du vielleicht noch ein paar mehr dunkle Träume? Ja, mach weiter, ist kein Ding. Mach weiter, ist wirklich kein Problem. Okay, gut. Das heißt, ich konnte ihn einfach gar nicht mehr angreifen, weil dieser Bastard jedes Mal seinen scheiß Zauber angewendet hat. Wie bescheuert ist das denn? Das heißt, ich brauche zwangsweise für jeden Einzelnen dieses Amulett, was der Zauberer mir bringt. Ich muss dafür aber, was muss ich denn für den machen? 2000 Dungeon Level und dann kann ich den Doodle-Glücksbringer craften. Verhindert Schlaf. Ist das behindert oder was? Wow. Das ist ja bescheuert ohne Ende. Die anderen haben die da, glaube ich, was haben, oder? Einen davon, noch einen. Eine Krankenschwester. Um mal kurz hier wieder die 150 Essenzen zu holen. Ach, komm schon. Haben wir nicht den anderen Zauber? Na gut, ist auch okay. Schon stark genug. Alter, ist das behindert, dass er einfach die ganze Zeit seine dämlichen Zauber castet. Aber gut, wenn alle 6 den Dings haben, dann passt das schon. Dann ist es tatsächlich nicht schwierig. Dann kann man die ganz einfach töten. Wir sind übrigens nur in der Ruine. Es ist gar nicht Dimension 10, ne? Das heißt, danach kommt immer noch mal eine Dimension. Und ich hoffe, irgendwann ist auch mal Ende, dass es ein Open End gibt. Ich habe keine Lust, immer wieder von Null anzufangen. Das macht keinen Spaß mehr. Ich würde ganz gerne einfach mal durchlaufen lassen, die Dungeons, bis Runde 10.000 oder so. Um da wirklich die guten Items zu kriegen. Jedes Mal muss ich wieder von Null anfangen mit unglaublich schlechten Items. Lässt sich leider nicht vermeiden. Um bessere zu bekommen. Ich wollte eigentlich eher jemanden haben mit der dunklen Flamme. Aber leider hatte ich die scheinbar nicht. So, damit haben wir 450 Essenzen. Hm, was mache ich denn mit den Essenzen aktuell? Damit mache ich aktuell... Ich habe Essenzen ein bisschen aufgestuft. Kritische Trefferchance habe ich auf 50 gebracht. Ein bisschen Gold erhöht, ein bisschen Mana brauche ich nicht. Hm, ich würde sagen, physische Angriffserhöhung machen wir weiter. Ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll. Wir können sonst nochmal den fixen Angriff dazu nehmen. Und was natürlich wichtig ist, ich brauche die auf Level 50. Die Krankenschwester, damit sie endlich mal das Klassenrelikt bekommt. Und wenn ich das Klassenrelikt habe, werde ich wahrscheinlich 6-mal Krankenschwester ins Team packen. Oder 5-mal Krankenschwester plus einen Dieb. Damit ich die Kisten alle mal bekomme. Und dann wird einfach aufgeboostet. Das Klassenrelikt bringt mir jetzt mal 2 HP, Mana-Punkte und Schaden dazu. Das ist einfach nur lächerlich. Damit, oh ne, Moment, das wollte ich haben, genau. So, einmal dir, 2 Krankenschwestern. Und von da werde ich wieder von vorne anfangen zu kämpfen. Da ich jetzt 2000 Dungeon-Stufen machen muss, werden wir tatsächlich von null anfangen zu kämpfen. 2,2 Millionen Gold habe ich, mit denen kann ich allerdings nicht viel machen aktuell. Ich würde ganz gerne das hier kaufen, 500 Millionen Gold. Aber ich glaube, das kriegt man irgendwann erst absolut, absolut am Ende. Was kann ich mir sonst noch kaufen? Nee, das würde ich nicht einschmeißen. Das habe ich schon alles gemacht. Was kann ich kaufen? Ich kann die Schmiedekristalle alle kaufen. Ich kann Eisenerz kaufen. Meinetwegen kaufen wir uns komplett. Wir alle. Was wir allerdings auch machen können, ja, wir können das hier steigern, das königliche Schwert haben. Hat irgendjemand? Klinge der Tugend bestimmt auch. Gantos Klinge. Das Kraftschild. Achso, wir können natürlich, haben wir nur eins? Okay, haben wir auch nur eins, haben wir auch nur eins. Ich habe sehr, sehr wenig gute Items, muss man sagen. Also ich bin sehr, sehr schlecht aktuell, was das Equipment angeht. Das ist einfach nicht gut. Achso, was kann ich noch herstellen? Essenzschnitter wäre ganz cool. Ich habe allerdings nur ein einziges Obsidian. 100 Schaden ist schon übel. Ich kann das alles aktuell nicht craften. Schade. Aber so ist es halt. Mehr kann ich hier nicht machen. Ich kann Tiere weiterkaufen, das ist richtig. Das hat auch das Maximallevel. Magische Angriffserhöhung, Essenz finden. Das können wir meinetwegen machen. Wir brauchen nämlich aktuell nicht das, was ich
in Schaden. Wir haben genug Schaden. Frage ist nur, was machen wir? Das wären 16% Goldfeind. Das kann man später machen, auf jeden Fall. Die Gruppe, Gegenstände finden. Ah, pf, weiß ich nicht. Ich finde die restlichen einfach nicht so geil. Ich meine, 8% physische Angstheilung ist schon geil. Ich glaube, die restlichen Haustiere will ich gar nicht haben. Und die beiden, die wirklich sehr gut sind, dann packen wir hier die Essenz noch rein. Können wir uns hier nochmal ein bisschen mehr Schaden dazu holen. Hier gibt es scheinbar auch kein Maximum Level. Ich fände es natürlich cool, das erstmal zu machen, was Maximum Level hat. Aber das ist alles sehr, sehr teuer. Den Grundschaden können wir erhöhen nochmal. Um 6. Dann fangen wir einfach mal an wieder mit 0. Warpen möchte ich diesmal nicht. Und dann würde ich sagen, ja, fangen wir einfach mit 0 an. Bis ich da oben bin, habe ich einfach mal 1000 Dungeon Level dazugepackt. Der markiert dummerweise alle, er zaubert immer so unsinnig. 627 Crit. Genau, da würde ich sagen, wir werden auch das nächste Mal, ich werde es bis 999 spielen, wir werden nicht, oder ich werde nicht gegen den Gegner gewinnen. Ich brauche mindestens erst einmal diese Anhänger. Und wenn wir das alle 6-mal haben und ich jeden damit ausgerüstet habe, werden wir uns nochmal gegen den Gegner stellen. Und dann werden wir zusammen gegen ihn kämpfen, Leute, okay? Wir sehen uns, haut rein, bis dahin. Ciao, Leute, bei Soda Dungeon 2.